Hallihallo, hier ist wieder der Martin aus Bangkok. Heute, es ist kurz nach 9 am Sonntagmorgen, deshalb einen schönen Sonntag zu euch. Wir sind hier an der MRT-Station Bangke und hier unten ist einer der größten Märkte, die Bangkok überhaupt hat. Bangke Market. Ich zeige euch jetzt mal einen kleinen, nur so eine kleine Vorausschau. Die Markt-Area ist wirklich riesengroß. Wir werden noch nicht schaffen, alles zu entdecken, aber wir werden sehen, was hier los ist am Sonntagmorgen, und schaut euch mal an von hier oben. Also hier kann man die ganze Straße entlang, hat man hier schon Stände, wo Essen verkauft wird, wo Obst und Gemüse verkauft wird und so weiter. Aber die Area innerhalb dieses ganzen Komplexes ist alles Markt, alles Marktplatz, und da gehen wir jetzt mal runter. So, hier auf der Straße, da kann man wirklich noch mal sehen, die Motorräder und Tuk-Tuks, die warten natürlich hier auf ihre zahlenden Gäste, die mit den Waren da rauskommen. Aber das Hauptleben spielt natürlich innerhalb des Marktes statt. Und da gehen wir jetzt mal rein. Hier auf der Straße selbst ist nicht ganz so viel los. Es macht einen Eindruck, als wenn nicht viel los wäre. Aber wenn wir gleich im Markt drin sind, werdet ihr sehen, da geht die Post ab. Ja, und ich habe heute schon einen Livestream gemacht auf meinem anderen Kanal. Wat Chai Chim Pli, ein schöner Sonntagmorgenmarkt, auch mit viel, viel Streetfood. Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung für den einen oder anderen, den es interessieren wird. Wie gesagt, ein sehr schöner Sonntagmarkt. Es hat fast die ganze Nacht geregnet und erst heute am frühen Morgen hat es aufgehört. Da habe ich mir gedacht, Martin, jetzt geht's auf den Markt. Und hier sind immer wieder so kleine Eingänge, die in die Markthallen reingehen. Aber wir gehen durch einen etwas größeren Eingang rein, und der ist gleich hier vorne um die Ecke. Also hier ist gerade eine Bushaltestelle, oder hier ist ein Bereich, wo auch viele Geldautomaten sind. Man sieht also, die Leute stehen Schlange vor den Geldautomaten, holen sich Geld ab. Und hier geht es in den Markt hinein, aber wir gehen auch noch nicht hier rein, sondern ein Stückchen weiter. Und was ich euch zeigen möchte, ist der Eingang zum Seafood Market, bevor wir hier reingehen. Obwohl, wir können auch hier schon mal einen kleinen Rundgang machen. Ihr seht, es wird hier immer voller, weil hier geht es immer mehr zum Bereich Hauptmarktplatz, wenn man so will. Ja, wir machen mal hier einen kleinen Überblick, gehen dann aber wieder raus, einfach nur mal, um zu zeigen, was hier drin los ist. Es ist also am frühen Morgen, wie gesagt, 9 Uhr, richtig voll hier. Normalerweise werden die Märkte ja traditionell hier so zwischen 7 und 9 am stärksten besucht. Dieser Markt hier am Sonntagmorgen ist ein bisschen anders, weil man hier eben diese überdachten Hallen auch hat, die zwar nicht klimatisiert, aber manchmal auch so ein bisschen ventiliert werden. Hier weht immer ein Lüftchen, und deswegen ist es hier nicht ganz so doll mit der Hitze. Der andere Märkte, wo also morgens dann, wenn die Sonne langsam immer höher steht, die Hitze stärker wird, da gehen die Leute nicht mehr auf den Markt. Da ist um 9 Uhr ist der Feierabend, also fast Feierabend, denn es wird zu heiß. Und hier ist es ein bisschen anders. Gerade am Sonntagmorgen, wie gesagt, hier kommen viele Händler auch hin, die sich dann das Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch und so weiter nach vorne bringen lassen mit den Tuk-Tuk-Fahrern. Das sind speziell Leute da drin, die nur so Schubkarren hin und her fahren. Also die kann man sich dann für kleines Geld dann quasi engagieren. Und ja, die bringen einem dann die Waren raus zum Taxi, zum Tuk-Tuk, wie auch immer. Ja, auch hier draußen, guck mal hier. Viele schöne Sachen. Aber hier draußen meistens Obststände. Und hier ist jetzt, wenn ich nicht irre, unsere Ecke, wo wir reingehen wollen. Weil es sieht ja auch oftmals gleich aus, aber nein, wir gehen hier rein. Das ist unser Eingang zum Markt. Und hier wird es gleich richtig voll. Gehe ich von aus. Man weiß es ja nie, aber das Wetter ist, wie gesagt, optimal heute. Es hat noch bis zum frühen Morgen geregnet. Die Straßen sind noch ein bisschen feucht. Ich bin mit dem Motorbike unterwegs, deswegen hoffe ich mal, dass es gleich nicht wieder anfängt zu regnen. Also keine Lust, nass zu werden. So. Hier ist jetzt noch ein bisschen Obstbereich. Rechts und links werden auch Hähnchen und so weiter verkauft, ein bisschen Streetfood. Und hier vorne kommt jetzt die wirklich große Markthalle. Und da machen wir uns erstmal
in den Fischbereich. Das ist auch der Wahnsinn hier, ja? Hier kommen die Autos durch. Da gibt es eine kleine Park-Area da hinten, beziehungsweise zum Ein- und Ausladen eigentlich nur. Und dann kann man hier wirklich, da muss man immer schön aufpassen, Autos, Motorräder, dann die Arbeiter mit den Schubkarren hier, die Waren hin und her fahren. Also reges Treiben hier. Und immer schön aufpassen. Es ist, auch wenn es nicht geregnet hat, hier immer schlüpfrig. Ich bin wie immer in Flipflops unterwegs. Guck mal hier, Schweinefleisch, schöner Schweinebauch hier mit dem scharfen Messer. Geht's hier dem Bauch ans Leder. Ja, das ist hier jetzt Geflügel- und Fischbereich. Hier kommen wir gleich. Manchmal bin ich erstaunt, wird auch ein bisschen umgeräumt. Also normalerweise hier war früher fast nur Seafood. Jetzt sehen wir aber auch noch Fleisch und Geflügel. Aber hier schöne, schöne Fische. Und viel Fleisch. Ich bin wirklich etwas länger nicht hier gewesen. Es verändert sich immer und überall. Hier auch haben wir die Chilis und Currypasten. Guck mal hier. Schön für deinen Curry. Du musst natürlich auch wissen, was du brauchst. Auch hier diese kleinen gehäckselten Chilis. Sehr, sehr fein. Hier schon vorgeschälte Zwiebeln. Alles vorbereitet. Wenn man so einen großen, ich sag mal, so einen Imbiss hat und so weiter, da kauft man sich gerne so vorbereitete Waren. Auch vorbereitete, kleingeschnittenes Gemüse wie Kohl oder Gurken, Zwiebeln, Knoblauch, Karotten und so weiter. Alles wird vorbereitet und kleingeschnitten, dass man es hinterher im eigenen Laden dann zum Kochen direkt verwenden kann. Hier ein ganzer Haufen Muscheln. Guck mal hier, die Muscheln. 25 Baht. Das ist, was ist das? 75 Cent, 80 Cent oder sowas. 75 Cent für ein Kilo Muscheln. Also, ich esse ja gerne Muscheln. Ne? Jetzt kommen wir langsam in den Fischbereich hier. Frischer Fisch. Die sind da unten auch noch in den Kanistern. Werden auch immer noch bewässert. Leben also auch noch. Alles wunderbar. Ja, hier kleine Schwänzchen. Kleine Schweineschwänzchen. Und Seafood, Seafood, Seafood. Guck mal hier. Es ist wirklich so. Die Leute, jetzt machen wir hier so einen kleinen Überblick hier, was hier los ist. Also, ich schon Sonntagmorgen, komm hier hin, wenn du Langeweile hast, unbedingt. Hier, meine Lieblingshühnerfüße. 50 Bar zahlst du hier für die Flügel. Und da werden die Zehennägel abgeschnitten von den Füßen. Das wird alles hier akribisch. Da liegen alles jetzt die Zehennägel. Ich muss mal reinzoomen hier. Ja, kann also schön sehen. Die Zehennägel von den Füßen abgeschnitten. Weil die mögen die scheinbar nicht. Obwohl ich mir sicher bin, dass aus den kleinen Resten da jetzt auf dem Brett da noch irgendwas rausgekocht wird. Eine Suppe oder wie auch immer. Da hier Geflügelleber. Ja, wer es weiß, lasst mich gerne wissen. Wird aus den Zehennägeln noch was zubereitet? Denn ich weiß, es wird so gut wie nichts weggeschmissen. Alles wird verwertet. Guck mal hier auch wieder die Currypasten. Das ist so genial. Schöne Pasten. Guck mal, hier kommen hier die Tränen in den Augen von der Schärfe, die hier aufsteigt. Aber auch hier werden die Shrimps zubereitet. Die Shrimps werden, guck mal, fertig gemacht dann. Wenn du zu Hause eine Sabadikab, wenn du zu Hause selbst holen willst, das wird hier, guck mal, blind. Du guckst gar nicht dahin. Du brauchst gar nicht dahin. Das machen die blind. Unglaublich ist das. Und unser Eins, der pulst sich da einen ab. Also das ist das, warum ich nicht so gerne die Shrimps esse, wenn sie also noch mit Schale sind und so weiter. Da die Teile auf so ein Buffet, da gab es auch die riesen Garnelen. Da bleibt dahinter auch nicht viel über. Wenn der Kopf nicht mit ist, das machen wir ja in der Regel nicht, dann bleibt da nicht viel über. Und dann diese Poolerei, dann lieber so vorbereitete wie hier gerade. Das lasse ich mir dann gefallen. Hier, Tintenfische in allen Variationen, auch Muscheln. Guck mal hier, schon gepoolt die Muscheln. Ah, das ist so cool. Guck
Guck mal hier, wie viele Leute hier. Es ist noch keine halb zehn in Thailand. Ja, und hier kommen, wie gesagt, immer wieder die Leute durch mit ihren großen Körben auf den Schubkarren. Frischer geht's nicht. Also der Markt ist auch wirklich berühmt dafür. Deswegen ist es auch hier so voll. Die kleineren Märkte haben da immer Schwierigkeiten, die Frische so zu bieten. Und hier hast du alles, was du brauchst. Ja, ihr wisst es, ich bin ein Märktegänger, ein Liebhaber des Essens und es hat euch nie gespart. Wir gehen auf die Märkte immer wieder. Also nur so geht es. Diese ganze Seafood-Serie hier. Guck mal, hier werden die Fische direkt ausgenommen. Das ist, also wie Fernsehen hier. Hier kannst du von morgens bis abends rumlaufen, gucken. Weil der Markt hier hat 24 Stunden auf. Es gibt natürlich Zeiten, in der Nacht zum Beispiel, oder auch am frühen Nachmittag, wo hier nicht viel los ist. Aber es ist eigentlich ein 24-Stunden-Markt. Wenn du bei Google Maps schaust, lasse ich natürlich hinterher noch einen Link. Der Markt hat 24 Stunden geöffnet, offiziell. Guck mal hier, die Fische kann man sich aussuchen, kann den Fisch nochmal vorher in die Augen schauen und dann wird der direkt hier gewogen, kriegt er einen vom Kopf und dann hat er das hinter sich. Dann geht's ab in ein neues Zuhause. Ja, ich weiß, es ist nicht für jeden geeignet hier, so ein Markt. Aber ihr fragt mich auch oft, riecht es da streng oder was? Nein, nein, es riecht hier wirklich nicht streng. Es riecht hier einfach nach Essen, würde ich mal sagen. Guck mal hier, das sind Fische. Guck mal, wie frisch. Kannst du an den Augen sehen. Also glasklar, nichts trüb. Wunderbar hier. Hier war auch die Gemüseabteilung. Gemüseabteilung, die bereiten also ganz große Gewinde teilweise auch vor mit Rauchzwiebeln, mit Kohlköpfen und alles, was dazugehört. Riesengebinde, weil wer hier einkauft, ich sag mal, die normale Hausfrau kauft hier auch ein, aber mehrheitlich sind es also Imbissbesitzer, Restaurantbesitzer und so weiter, Großküchen, Großfamilien, die kaufen hier ein und ja, weißt du warum? Guck mal hier. Chilis ohne Ende, Knoblauch schon vorbereitet, ein Tütchen Knoblauch, 20 Bar. Chilis, ein Kilo Chili 80 Bar, das sind ja 2,50 ungefähr. Ja, kann man mit leben. Nur was hier los ist. Ist doch echt grandios. Wir machen uns jetzt mal hier auf den Weg in die große Halle. Da werdet ihr sehen, da ist kein Ende zu sehen. Also die Halle ist so riesig und das ist nur eine Halle. Da sind ja mehrere Hallen aneinandergereiht. Also es ist unglaublich hier. Guck mal hier, was die seit Stunden sind hier zugange, Fische vorzubereiten. Also hier ist richtig was los. Da kann man sich auch ungefähr vorstellen, welche Mengen hier über den Tisch gehen. Hier kommen wieder die Kollegen mit den großen Körben. So, und wer es nicht mag, kurz wegschauen. Hier zum Beispiel die Frösche. Die Frösche, wieder schöne große Frösche diesmal. Also die sehen gut aus, 130 Bar. Dabei die Karte. Schöne große Frösche hier. Und guck mal hier, was hier los ist. Das ist unglaublich. Und wie gesagt, immer schön aufpassen, es ist schlupfrig hier. Metzger, das ist also hier die große frische Abteilung. Guck mal hier, das ist ein Ochsenschwanz. Ein riesen Ochsenschwanz, der hier gerade zubereitet wird. Sag mal die Karte. Riesen Ochsenschwanz. Eieiei. Ja, da wird hart gearbeitet hier. Da brauchst du Kraft. Da werden jetzt Scheiben von abgeschnitten. Unglaublich. Schöne Ochsenschwanzsuppe, lange nicht gehabt. Also hier in Thailand schon, aber in Deutschland
als Kind, ich kann mich entsinnen, da gab es dann die Ochsenschweinsuppe aus dem Aldi in der Dose. War so eine gelartige Masse. Musste dann mit der gleichen Menge Wasser aufgefüllt werden. Das war dann die Ochsenschweinsuppe mit dem Brötchen dabei. Fertig war's. Das war ein Kindheitserlebnis, wenn es Ochsenschweinsuppe gab. Und überall sind die Kollegen mit den Körben unterwegs. Fahren also von A nach B. Die Waren hier durch die Gegend. Und hier. Was ich hier an den Gemüseständen so großartig finde. Die Frauen sitzen, also teilweise sitzen die fast 2 Meter hoch auf einer Empore. Und hier, das ist doch eine riesen Halle hier. Und hier ist ganz, ganz wenig mit, hier sieht man es gerade, hier werden gerade ein paar T-Shirts verkauft, ein paar Schuhe. Aber hier ist ganz, ganz wenig mit Klamotten oder sowas. Oder Krimskrams. Nee, nee, nee. Hier wird wirklich nur Essen verkauft, fast nur. Also ich würde sagen 99%. Ja, wie gesagt, es ist Obstsaison gerade hier. Die schönen reifen Mangos, 20 Baht das Stück. Ja, da kann man sich vorstellen, so ein Sticky Reis kann man dann auch gut mal kaufen zu dieser Zeit. Hier kann man sich die Säcke kaufen, Säcke mit Mais zum Beispiel auch. Direkt schon abgepackt, schon geschält. Braucht man dann nur noch ins heiße Wasser zu geben. Für die Leute, die es dann halt gekocht verkaufen. Hier wieder Currypasten. Pasten. Da musst du ja wissen, welche Paste du brauchst. Ja? Verschiedene Farben, verschiedene Inhalte. Ja, wir kennen es ja nicht ganz so aus, aber... Wer kocht, der weiß genau, was er braucht hier. Inzwischen muss ich nochmal die Frau anrufen. Welches Curry soll ich mitbringen? Ja, genau. Ja, das ist für mich... von Anfang an, als ich nach Thailand gekommen bin, das war für mich ein Urlaubserlebnis, auf die Märkte zu gehen. Und ja, meine Passion. So, hier wieder Kollege mit der Schubkarre. Also, die haben richtig viel zu tun hier. Immer durch die Gänge durch, siehst du? Also, richtig viel Arbeit hier. Oder hier die frischen Chilis. Kleine, große, dicke, dünne, rote, grüne, scharfe, nicht so scharfe. Hier wird alles sortiert. Schöne Chilis. Ich mag hier die großen Chilis gerne. Auch in grün. Die gibt es ja hier auch gefüllt. Guck mal hier. So ein Kilo. 35 von den Orangenen. Oh Mann. Ich mag die großen, wie gesagt, die großen Chilis, so wie diese hier. Die werden dann schon mal mit Hackfleisch gefüllt. Die ganz großen gibt es in der Türkei auch oft mit Hack gefüllt, aber hier sind die ein bisschen kleiner. Aber gibt es auch gefüllt hier. Wenn ich die mal sehe, irgendwo komme ich drauf zurück. Ja, manche auch wirklich spezialisieren, ich finde das gut, spezialisieren sich, denn hier gibt es quasi nur ein paar Kräuter und Ingwer und Zitronen. Ja, das war's dann schon. Da gibt es nicht viel. Hier bei dem anderen Kollegen hier nebenan, guck mal hier, Mais, 15 Baht, riesen Dinger. Und Bananenblätter. Die Bananenblätter da hinten. Bananenblätter. Und hinter, hier kommt wieder der nächste Kollege. Ja. Ja, und wie gesagt, es sind immer freundliche Leute. Also ich habe ganz selten, dass hier jemand grimmig guckt oder so. Weil ich bin ja auch freundlich. So, ich gucke freundlich, dann können die gar nicht anders. Hier auch die Bananenblätter von den Bananenstauden, Mais und hier die Jackfruit. Die Jackfruit nicht zu verwechseln mit dem Durian. Die sieht ja nicht ähnlich aus, aber wer es nicht weiß am Anfang, der ist geneigt, das als Durian zu sehen. Ist natürlich nicht der Fall. Die schmecken, die sind auch schön weich. Die schmecken, ich habe schon mal gesagt, das ist für mich so ein bisschen pfirsichartig. Ist natürlich kein Pfirsich, um nicht damit zu vergleichen, aber vom Geschmack her so ein bisschen, meine ich zumindest. Guck mal hier, ganze Ananas, 25 Baht, das sind Preise, da kann man mit arbeiten. Ne? Und die Frauen, die arbeiten wirklich hart hier, also das ist immer wieder großartig zu sehen, Kompliment. Ja, also ihr seht selber, das ist die Haupthalle hier, die ist so riesig groß.
es gibt rechts und links und nebenan überall. Es gibt noch mehrere Hallen und mehrere Bereiche, wo verkauft wird. Aber das ist hier die Haupthalle. Und ich hoffe, ich finde gleich mein Motorbike wieder. Ja, die Farbvielfalt hier, du bist wirklich... ich mache ja nichts mit Filter, also ist alles original, was ihr bei mir seht. Das ist ganz, ganz selten, dass ich mal einen Filter benutze beim Filmen, weil das nämlich ein bisschen schwer in der Verarbeitung ist. Also deswegen mache ich eigentlich keine Filter, keine Nachbearbeitung, keine Kolorierung, wie es manche andere machen. Das ist ja alles Originalfarbe direkt aus der Kamera raus. Ja, und der hat alle Mühe, immer durch die Mengen zu kommen. Ja? Du hast ja schon als Fußgänger hier Probleme durchzukommen und er mit seiner großen Karre, mit dem großen Korb drauf, natürlich noch problematischer. Hier die Kürbisse. Sehr populär hier auch. Weil für manche Currys und so weiter wird ja auch viel Kürbis benutzt. Oder hier die Kokosnüsse. Das sind Kokosnüsse für 10 Baht. Ja, man glaubt es kaum. Hier auch wieder vorbereitet, klein geschnitten, schon portiert. Alles, was du brauchst. Kräuter ohne Ende, Lauchzwiebeln. Wir haben alle gut zu tun hier. Alle. Gibt es also keinen, der hier gerade Däumchen dreht? Hallo, hallo, Macke. Sabadee Cup. Hier auch nochmal vorbereitet, alles schön geschnibbelt. Hier der Ginger. Knoblauch schon gepellt. Alles. Und dann gibt es hier auch die Stände zwischendurch, die die Zusätze verkaufen. Hier Öl, Essig, die Fischsoßen, Oystersoße, Sojasoße, hell, dunkel, dick, dünn, große Flaschen, kleine Flaschen, Öl. Ja, hier Öl. Das ist im Moment kommt mir günstig vor. 45 Baht ist wirklich günstig. Normalerweise kosten die Flaschen Öl. Ich weiß nicht, ob es ein Liter ist oder null, das ist wahrscheinlich weniger. Kann man das irgendwo sehen? Nee, ist ein Liter. Normalerweise kosten die um die 60 Baht Liter Öl. Also deswegen. Auch hier, Inflation hat hier Einzug gehalten. Und hier, der hat wirklich gut zu tun. Guck mal hier, auch kleine Beutel mit Chili-Pulver. Ja, getrocknete Shrimps und so weiter. Nüsse, guck mal hier. Nüsse, Shrimps, alles getrocknet auch, was man so braucht zum Kochen. Aber auch da, Kokosnussmilch. Ja, die Soßen. Alles, was man braucht. Guck mal hier, ist das eine Riesenhalle? Jetzt, wenn man hier so in den Außenbereich reinkommt, es wird draußen schon wieder mächtig warm. Die feuchte Luft, ja, also ihr seht es vielleicht, es läuft mir schon wieder den Nacken runter. Ich schwitze schon wieder richtig schön, aber ja, es gehört dazu. Hier kommt wieder ein bisschen Musik, deswegen müssen wir ein bisschen schneller gehen, damit das nicht unser Video beeinflusst. Hinterher gibt es wieder Probleme mit YouTube. Also, wie gefällt euch der Markt? Schreibt es mal gerne unten rein. Ja, hier ist ein Außenbereich, da kann man auch gut an- und abfahren. Also einladen, ausladen und so weiter. Motorbike war früher nämlich hier der Park. Also ich wundere mich gerade, warum hier keine Motorbikes stehen. Hat sich wahrscheinlich wieder alles verändert. Ach, die stehen jetzt da drüben. Die stehen jetzt da drüben auf der Seite. Ich habe mein Motorbike woanders geparkt. Wie gesagt, ich hoffe, ich finde es wieder. Das muss da hinten irgendwo sein. Irgendwo in diese Richtung. Aber wir gehen nochmal durch. Das ist also auch, wenn ich die beim Gemüse schnibbeln, könnte ich den ganzen Tag zusehen. Gemüse schnibbeln, Fische ausnehmen, Fleisch schneiden und hier die Shrimps poolen. Also, wie gesagt, ein Kindheitstraum geht in Erfüllung hier. Also, und hier der Kollege, der sitzt hoch oben und unten sind seine Leute noch am Vorbereiten, Zubereiten, wie auch immer. Und er sitzt oben, kassiert. Hier die Kollegin, ja, auch. Stehen teilweise wirklich 2 Meter hoch. Guck mal hier, verkauft von oben herunter, steht quasi auf dem Tisch.
Ja? Verkauft hier die Bündel mit Zitronengras, Kräutern, Zwiebeln, alles was man so braucht. Auch hier, wo hier. Wir stehen oben auf den Tischen, haben unten noch ihre Helferlein. Das ist Thailand. Guck mal hier, die großen Gebinde, auch hier die langen grünen Bohnen. Sehr, sehr lecker. Die werden ja hier auch teilweise roh gegessen. Wird uns ja gar nicht einfallen. Ja? Im Salat, die werden da roh reingeschnibbelt und gegessen. Hier auch. Kräuterkollege macht nur die Bündel fertig mit riesen Kräutern. Hier, wie gesagt, alles schön klein geschnibbelt. Das ist doch wunderbar. Guck mal da. Wenn dann abgepackt, erstmal klein geschnitten und abgepackt, werden gewogen, kleine Tütchen gemacht. Hier, alles vorbereitet. Guck hier. Schön in kleine Tütchen. Teilweise auch vorgekocht. Ja, die werden also, ist ja nicht viel zu kochen. Manchmal nur ein paar Minütchen, dann sind die ja schon gut genug. Hier die Curryberge. Ein ganz toller Markt hier. Bankei Market direkt an der MRT-Station, also einfach hinzugelangen auch von der Stadt aus. Ja, lasst es mich gerne wissen. Hat es euch gefallen hier? Diese Märkte sind wirklich genial. Und immer wenn ich an so einem Markt vorbeikomme, wie gesagt, ich war heute schon auf einem anderen Markt, immer wenn ich an so einem Markt vorbeikomme, manchmal halte ich auch einfach nur an und gehe einmal durch. Man kann sich auch teilweise in den Außenbereichen hinsetzen und was essen. Für mich ist es noch ein bisschen früh jetzt. Ich muss sehen, dass ich wieder heil zurückkomme und das Video für euch hochlade. Denn es ist Sonntagmorgen, wie gesagt, hier. Wir haben jetzt hier gleich 10 Uhr und das Video soll ja zur gleichen Zeit, so zwischen 9 und 10 Uhr morgens, auf eurem Frühstückstisch landen. So gesagt, ist jetzt hier mein Motorrad? Nein. Falscher Parkplatz. Ich muss noch ein Stückchen da durchgehen. Also, bleibt gesund, da braucht ihr keinen Doktor. Schaltet gerne wieder ein und lasst mir Kommentare da, liken nicht vergessen. Und wer noch nicht abonniert hat, jetzt ist der beste Zeitpunkt. Also, bis bald, wir sehen uns. Ciao, ciao.